Da hat mir der liebe Herr Schwarmintelligenz-Anführer Tollfuß aber ganz schönes Süppchen hier zurückgelassen. Meine Güte, jetzt schaut mal hier hoch, hier minus 2118 beim Saldo. Das war komischerweise zum Ende des letzten Videos ein bisschen anders. Also jetzt durch das Neuladen hat er ja einfach mal, ich glaube, irgendwie so 1500 aufgeschlagen. Ich hoffe mal, das stabilisiert sich wieder, sobald wir jetzt hier die Pause rausnehmen. Wir gehen in eine neue Aufnahme-Session. Ich freue mich sehr, wieder ein bisschen Distant Worlds 2 zu spielen. Und wir haben einiges vor, deswegen nehme ich gleich mal die Pause raus und wir drücken mal die Daumen, dass sich hier ein bisschen was ändert jetzt dann. Aber ne? Ja, jetzt sind wir hier wieder bei 800 minus. Das sieht auf alle Fälle schon mal um einiges besser aus, auch wenn es immer noch minus ist. Aber das liegt jetzt auch daran, soweit ich mich erinnere, dass wir hier noch Schiffe produzieren, oder? Ah, das waren die ganzen Fregatten, die ich hier in Auftrag gegeben habe. Wobei die ganzen Fregatten sind jetzt gar nicht mal so dramatisch. Hier ist übrigens immer noch die Supreme Assault. Ich dachte, die wäre schon längst zerlegt. 10% hat sie noch übrig. Wir haben ein unbekanntes Objekt entdeckt. Okay. So. 9%. Vielleicht bekommen wir noch irgendetwas Gutes bei raus. Also irgendwie so ein Forschungsbonus wäre schon noch ganz nett. Allerdings dann, wenn wir den bekommen, bitte nicht irgendwie wieder auf Verteidigungsraketen oder so. Das wäre schon mal ganz gut. Wer fliegt denn eigentlich hier oben herum? Lauter Treibstofftanker. Hier ist noch eine Eskorte. Das sind die Einheiten der First Honorable Gurkenflotte, die hier oben herum fliegt. Während die HAB-8-Flotte eigentlich jetzt hier rüberfliegen müsste. Sie hat aktuell keine Mission. Was ein bisschen doof ist, weil eigentlich sollte sie hier drin sich um Gravelix kümmern. Aber offenbar ist Gravelix hier verschwunden. Wir fliegen jetzt trotzdem mal in dieses System. Und auch die Honorable Gurkenflotte hat keine Mission mehr. Also es sieht jetzt so aus, als wäre nach dem Neuladen wären irgendwie die entsprechenden Dinger hier wieder, die Befehle hier verloren gegangen. Na gut. So, der Minusbetrag hier oben, der steigt langsam, was natürlich ein bisschen doof ist. Eigentlich sollte er ja weniger werden, aber es ist noch nicht so ganz schlimm. Ne? 254.000 aktuell im Plus. Jetzt sind es noch 253.000, jetzt wieder 254.000. Das ist ja wie auf der Börse hier. Und das heißt, wir können schon noch ein bisschen jetzt hier zurechtkommen. Außerdem sollten wir auch noch ein bisschen Bonuseinnahmen bekommen, wenigstens ein bisschen was. Von daher, das können wir schon ganz gut abdecken. 72.000 für die private Wirtschaft ist auch okay. Dann Funding ist halt momentan aktuell null, weil wir halt nichts übrig haben. Das ist nicht so gut, weil dadurch die Forschung und das Koloniewachstum reduziert sind. Was ein bisschen schade ist, aber ist leider so. Und das heißt, wir müssen jetzt demnächst mal wieder ein bisschen ins Plus kommen. Die Frage ist nur, wie. Vielleicht, wenn sich irgendwann mal jetzt der neue Planet hier etwas erholt. Zum einen hier natürlich Gurki 2. Aber Gurki 2, naja, hat schon gutes Wachstum. Allerdings erst 236 Millionen hier. Da muss schon noch ein bisschen was gehen hier. Also eine Milliarde, ich denke mal, braucht man, um hier mal ein bisschen ins Plus zu kommen. Könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten, wir könnten ja auch hier mal kurz probieren, wie sie aussieht, wenn wir mal die Steuersätze auf manuell stellen und einfach mal hier die Steuern erhöhen. Ah, da sieht man schon, wenn wir die mal auf 19 hochstellen, dann haben wir halt nur noch 500 minus, dann wären wir wieder ein bisschen im Plus aktuell. Aber dadurch sind die Leute natürlich unzufrieden wegen dem Steuersatz aktuell und die Bevölkerungsrate hat auch keinen Bock mehr ins Bett zu gehen miteinander, weil wie jeder weiß, wenn man hohe Steuern zahlen muss, hat man weniger Sex. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt weiß es jeder und wir gucken mal, ob sich unsere Bundesregierung mal hier was überlegt, vielleicht die Steuern ein bisschen zu senken, damit ihr wieder ein bisschen, naja. Okay, also, bevor ich mich hier irgendwie verrenne, wir stellen das wieder auf automatisch und werden das wieder auf 0 lassen, damit die Leute hier zufrieden sind und für ein bisschen mehr Bevölkerung sorgen. Genauso hier natürlich auch.
Und erst wenn wir eine gewisse Population erreicht haben, dann können wir auch schön das wieder ein bisschen besteuern. Gut. Also, momentan, komischerweise, jetzt habe ich wieder plus 400. Man muss nur ganz kurz die Steuern erhöhen. Das Kolonieschiff ist durch, das heißt, dieses Kolonieschiff, mal gucken, ob das gleich, wird wahrscheinlich noch nicht einen Auftrag jetzt bekommen. Lädt aktuell noch Kolonisten bei Gurki 1 rein. Die Frage ist nur, ja, 1300, 2007, nee, 2 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 8 Millionen, 9, 11 Millionen. Ui, da, wie viel passen denn da in dieses Schiff? Meine Güte, 17, 20 Millionen in einem Schiff. Ich meine, ist ja ganz okay, ne, dass da so eine Grundbevölkerung dann hier auch schon mitgenommen wird. Aber war das beim anderen Planeten auch so viel? Na gut, okay, also sende Mocking zu der Kolonisierung. Die Frage ist, wird uns hier der richtige Planet vorgeschlagen? Und zwar nach Uran Asian Minor. Das ist der richtige Planet, ne? Mission zuweisen, jawohl. Bitte kolonisieren und dann wird der natürlich nicht mehr Uran Asian Minor heißen, sondern zukünftig Gurki 4. Und da poppt gerade eben ein neuer Planet hier rein. Und zwar Uweit Alm. Das ist ein schöner Name. Auf der Alm, da gibt es kein Sünd. Und die Boskara haben hier aber nur plus 9. Also hier macht es wahrscheinlich eher weniger Sinn noch zu kolonisieren. Hier oben Boskara 13. Also wir haben ja letztens schon festgehalten, plus 20 wäre für eine Rasse schon mal ganz, ganz gut. Wir haben noch was entdeckt, einen neuen Rohstoff. Incas-Dia-Frucht für die Kolonieentwicklung. Dann Akrasan, Bernstein und ich dachte, wir hätten schon den Großteil der Ressourcen jetzt entdeckt, hier auch für Kolonieentwicklung. Dann nochmal Erkundung im Gurki Junction 3 und die Fregatte wurde fertig gebaut. Sehr schön. Die Fregatten werden automatisch gleich zugeordnet. Ist das korrekt? Wieso hat jetzt die Flotte schon wieder keine Mission hier? Seht ihr das? Was ist dein Problem, liebe Flotte? Wir schicken dich mal zum Betanken jetzt. Das kann doch nicht sein. Wieso hört hier niemand auf mich? Seht ihr das? Schon wieder keine Mission. Kann das daran liegen, dass die Schiffe hier keinen Sprit mehr haben? Aber dann müssten doch zumindest die anderen Schiffe hier fliegen. Das ist echt ein bisschen seltsam. Was wir machen könnten, wäre natürlich jetzt einzeln hier wieder alle auf automatisch zu stellen. Aber ich glaube nicht, dass das das große Problem jetzt hier ist. Hier ist in der Trap of Gurki. Finde ich den Namen so gut. Trap of Gurki. Guck mal, wo Trap of Gurki ist. Gurki Trap. Nee. Das ist der Bruder offenbar. Trap of Gurki. Wenigstens der hier, der auf automatisierte Mission steht, müsste doch dann zumindest... Macht immer gleich wieder keine Mission jetzt hier. Also der wird auch gleich wieder hier... Oh, jetzt ist er jetzt aufgetankt worden. Nee, der hatte vorher schon Tank. Das ist ein bisschen seltsam, weil die sollen hier natürlich was machen eigentlich. Und die Flotte hier... Macht die irgendwas? Müsste er eigentlich auch, die hat hier keine Mission. Auch die macht nichts, ne? Ich habe das Gefühl, irgendwas hakt hier momentan. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Ich werde euch mal manuell hier rüber schicken. Vielleicht können wir hier direkt an der Station jetzt auftanken. Tanke auf bei Uru Kablis. Vielleicht klappt es jetzt. Ich hoffe mal. Und die Hab 8 Flotte hat ja immer noch den Befehl, hier rüber zu fliegen. Wir geben mal hier oben den Befehl. In der Hoffnung, dass sie sich irgendwann mal ein bisschen bewegen. Also jetzt bewegen sie sich, wie man hier sieht. Na gut. Also, Frequatten sind durch. Wir haben abgeschlossen den Fusionsreaktor. Das heißt, der ist ein bisschen erweitert. Wir gucken mal kurz rein, damit ich wieder auf dem neuesten Stand bin, was wir hier überhaupt erforschen. Also, Fusionsreaktor ist abgeschlossen.
der uns hier Spitzenenergieverhältnis 2,3, hier vorne 1,9. Das heißt, wir brauchen ein bisschen weniger Sprit. Energieabgabe 62 pro Sekunde und hier 54 pro Sekunde. Als nächstes sind dann die entsprechenden Systeme nochmal für Schadenskontrolle und Zielverfolgung. Und dann würde schon der Hyperantrieb kommen. Ja, komm. Ich glaube, wir werden dann, wenn der Hyperantrieb da ist, ich glaube, wir sind jetzt so waffenmäßig ganz gut aufgestellt, oder? Wir haben jetzt hier oben, sind wir auf Tier 2. Tier 2, hier wäre schon Tier 4. Man könnte hier noch die optimierten Raketen dann mit aufnehmen. Ich würde die aber erst nach dem Hyperantrieb und der koordinierten Kontrolle machen. Könnte man hier noch ein bisschen was fördern? 12.000 Credits können wir ohne Probleme uns leisten momentan. Wir sind ganz leicht im Plus. So eine Gratwanderung aktuell bei uns. Jetzt mal wieder ein bisschen mehr im Plus. Es ist, man weiß so ungefähr, wo die Zahlen herkommen. Aber es sind schon echt immer ganz schön sprunghafte Zahlen. Was ein bisschen schade ist, weil eigentlich sollte man das immer schön nachvollziehen können. So, wir haben die Ruinen einer Überwachungsstation entdeckt. Die gucken wir uns gleich mal an. Hier, das hier. Nein, das ist der Erkunder. Aber wo ist hier die Überwachungsstation? Achso, die ist auf dem Planeten, nicht um den Planeten herum. Wir werden die Ruinen natürlich untersuchen. Ruinen einer Überwachungsstation hat uns eine seltsame Entdeckung offenbart. Auch hier breiteten die Boskara ihre Herrschaft aus. Unsere Art hatte einst einen Stützpunkt auf der Oberfläche. Wir haben die Wrackteile alter Landekapseln gefunden, die wahrscheinlich von dem Transport im Orbit stammen. Es gibt kein Leben mehr, aber es gibt hier noch viel zu lernen. Da würde ich sagen, da können wir doch mal gucken, ob wir hier vielleicht sogar auch noch entsprechend uns vielleicht breit machen können. Aber auf Garkoi sieht das jetzt nicht so aus. Ne? Boskara minus 20 sogar. Bisschen komisch, da ja hier Ruinen von unserer Rasse eigentlich darauf zu finden waren. Die Mining Station hier oben wird angegriffen. Die wird sich wahrscheinlich wieder nicht wehren können. So wie es aussieht. Die hat zwar mittlerweile Schilde und Panzerung, aber gegen Gravilex, ja, wobei 179 ist halt gar nichts. Aber die haben halt auch nicht wirklich an Abfangraketen, Marschflugkörper und Plasmablaster. Ja, vielleicht doch. Wir gucken mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. Aber ich fürchte fast, dass wir hier ein bisschen zu wenig Saft auf der Brust haben. Oder ein bisschen zu wenig Knödel gegessen habe. Guckt euch das an hier. Zwei Schüsse und schon das Schild weg. Okay. So, und jetzt schießt unsere Einheit erst. Boah. Meine Güte. Und da ist sie weg. Bisschen antiklimaktisch immer, ne? Dass die einfach so nur verschwindet, aber ist auch verständlich. Wir verlieren ja quasi das Signal zum System und deswegen sehen wir die Station auch nicht mehr explodieren. Naja, ein bisschen doof. Also wir müssen auf alle Fälle hier hoch. Da würde ich aber sagen, da wird dann die erste Flotte hochgeschickt, die jetzt momentan immer noch ihre entsprechende Mission hier hat zum Auftanken. Und die zweite Flotte ist endlich auf dem Weg hier rüber und das ist schon mal ganz gut. Die wird ja eigentlich auch repariert, ne? So, da bin ich wieder. Da kam doch tatsächlich hier einmal mal das Real Life dazwischen. Was soll das denn? Jetzt werde ich hier als großer Schwarmanführer, werde ich hier schon vom Realleben belästigt. Wo waren wir denn überhaupt? Irgendwie, wir haben uns die Flotte angeguckt und die sollte irgendwie repariert werden oder so. Genau, die ist ja ein bisschen wahrscheinlich angeschlagen. Und dann muss die erstmal hier rüber und muss sich hier um den Gravilex kümmern. Und die zweite Flotte, die ist jetzt auf den Weg hier rein. Und vielleicht ist hier noch einer und wir sehen ihn aktuell nur nicht. Und dann wird der auch noch verprügelt. Wir haben nochmal ein unbekanntes Objekt entdeckt. Sehr schön. Passt. So, rein. Treibstoffmäßig sieht das jetzt aber schon mal ganz ordentlich aus. Wir haben hier oben Systeme, wir haben hier unten Systeme zum Auftanken. Also von daher schon
ganz gut aufgestellt. So, jetzt ist die Schadenskontrolle fertiggestellt. Wir werden die Zielverfolgung auch noch mal ein bisschen fördern mit 11.000. Und wir gucken mal kurz in die Schadenskontrolle. Schadensreduzierung 25%. Die Frage ist nur, wo wird das eingesetzt? Man könnte sich vorstellen, dass das hier zum Beispiel etwas wäre, was für die Stationen zum Beispiel wichtig ist. Ne? So für den Raumhafen zum Beispiel. Wir gucken mal rein. Ich denke mal, die KI wird das schon upgraden. So, Besatzung, Brennstoff, Erholungszentrum, Forschungslabor, Frachtraum. Frachtraum, Fusion. Ach, da sind wieder alle Komponenten hier. Schadenskontrolleinheit. Also, 10er Platz ist gar nicht mal so dramatisch, ne? Ist jetzt hier für diese Station nicht mehr relevant, weil wir schon bei 47 sind. Aber man fragt sich ja, ob das zum Beispiel was ist für unsere Eskorte und Fregatte. Wenn wir mal hier reingucken in die Eskorte. Na, da ist der Platz schon weg. Da könnte man mal überlegen, wenn die Brennstoffzelle jetzt hier nochmal so eine Stufe erforscht wird, dass man vielleicht sogar eine rausschmeißt. Aber ansonsten sieht es hier eher mau aus. Also hier ist eher wenig Platz. Und bei der Fregatte, ja, auch hier. Da sind jetzt zwei Fusionsreaktoren drinnen. Ich denke mal, die braun. Oh, doch, hier, Moment. Hier ist die Schadenskontrolleinheit. Da hat die KI das schon reingesetzt. Perfekt. Das heißt, unsere Fregatten sind schon mal ein bisschen besser geschützt hier. Wir sind bei 429 von 450 für die Hülle und genau bei 90 in der Crew-Kapazität. Ich hätte ja gern noch so... Wieso sind denn hier die Abfangraketen drin? Wer hat denn hier die Abfangraketen reingesetzt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich, weil Marschflugkörper einfach zu viel Leute brauchen. Marschflugkörper S oder Plasmablaster S. Größe 10, Größe 19. Also von der Größe her ist es kein Problem. Aber die Crewkapazität übersteigt. Komm, die drei Leute. Da muss man halt mal ein bisschen Überstunden machen. Also die drei Leute können jetzt hier nicht mehr so einen M-Marschflugkörper bedienen. Ist schon ein bisschen, ne, schade hier. Hier genau das gleiche. Das heißt, es passt eigentlich nur ein 10er rein. Für einen Plasmablaster noch. Oder für einen Marschflugkörper nochmal. Das ist jetzt die Frage, was uns wichtig ist. Entweder nochmal ein Marschflugkörper oder nochmal ein Plasmablaster. Ich hätte jetzt mal gesagt, lieber mal erst die Plasmablaster noch. Und dafür nur einen Marschflugkörper. Und ich sehe gerade, hier unten ist ja auch nichts drin. Ah, ich sehe schon. Da müssen wir mal kurz umstrukturieren, damit das funktioniert. Wir haben hier den Näherungssensor, der kommt komplett raus. Haben wir uns die Fregatte noch gar nicht angeguckt? Das kann ja durchaus auch sein, dass wir hier die Fregatte noch gar nicht angepasst haben. Zielverfolgungssystem. So, jetzt sind wir hier nämlich schon schön über der Crewkapazität. Das heißt, da hätte ich ja fast gesagt, dass wir hier oben was rausschmeißen. Zum Beispiel die Schadenskontrolleinheit. Aber selbst die, ah, die bringt halt auch nicht wirklich viel. Aber dann hätten wir zumindest schon mal die zwei Sachen hier drin. Die Gegenmaßnahmen und das Zielverfolgungssystem. Was natürlich ein bisschen schade ist für unser neu erforschtes Teil hier. Aber solange wir nicht mehr Leute mitnehmen können, und das sind momentan nur die 75 von hier, und dann nochmal vom Kommando, von der Kommandozentrale nochmal 15. Solange wir nicht mehr mitnehmen können, ist es halt mal so. Man müsste mal gucken, ob wir die Besatzungssysteme nicht doch mal upgraden können, sodass wir einfach in den gleichen Behälter statt 75 Schwarm-Crewmitglieder irgendwie 120 reinstopfen können. Da müssen sie sich halt ein bisschen aneinander kuscheln. Das wäre vielleicht dann eine Option, aber momentan haben wir leider hier nicht mehr Platz. Das heißt hier, ich hätte schwören können, wir haben schon mal die V2 gemacht, aber na gut, offenbar noch nicht.
So, das heißt, die einen Fregatten, die jetzt gebaut worden sind, die müssen dann nochmal kurz zum Upgrade. Und ansonsten wird jetzt hier die Zielverfolgung noch erforscht, inklusive Blitzforschung. Dann kommen nochmal die Gegenmaßnahmen. Und dann kommt schon der Hyperantrieb, Stufe 3 mittlerweile. Und da gucken wir mal, ob wir vielleicht noch in die Zivilschiffe gehen oder ja, die Raumstation erweitern, wäre schon auch mal ganz gut. Vor allem, dass wir eine große Bergbaustation mal bekommen. Vielleicht, dass die dann auch ein bisschen mehr gegenüber Gravilex aushält, wäre auch eine Option. So, wenn mich nicht alles täuscht, ich hatte ja einen kleinen Cut, müssten wir jetzt schon am Ende der Folge angekommen sein. Das ging wieder hurtig schnell. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts gemacht, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und die werde ich jetzt nutzen und noch ein bisschen weiterspielen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.